So, hallo liebe Leute, da sind wir wieder zur nächsten Aufnahmerunde. Das letzte Mal habe ich nur zwei Aufnahmen gemacht. Hab ein bisschen mit Streamlabs, mit OBS Studio Stream, also von Steam, rumgespielt, rumexperimentiert. Ich bin wieder bei OBS Studio auf Steam. Ach ja, leidiges Thema. Irgendwie Neverending Story bei mir. Okay, wir haben das letzte Mal ihm Bescheid gegeben oder die Informationen weitergereicht, dass seine Mine, wenn man so nimmt, verloren ist. Und wir müssen jetzt, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas machen. was mussten wir denn gleich nochmal machen? Gasmasken für die Mine. Ich soll es für Scrappy 5 Gasmasken besorgen. Alles klar. Das mussten wir jetzt machen. Alles klar, wir sollten von Scrappy Gasmasken holen. So eine formschöne, wie ich gerade trage. Das ist eigentlich auch ein bisschen schlecht gelöst, wenn er das als Kante wahrnimmt. Obwohl es ja kleine Platten sind, anstatt einfach drüber zu rennen. Hier, den hier. Ich drücke nichts, dann macht's von alleine. Gut, Scrappy. Wo ist denn der gute Mann? Rot. Vor allem, das ist auch eine Kuppel mit rotem Glas. Aber ich werde damit immer noch nie warm, dass der immer so die Sicht so links, rechts ändert, wie er gerade lustig ist. Ivan? Aber hier im Bereich soll es crappy sein. Dieses Bild dort oben erinnert mich eher so ein bisschen an WoW. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Keine Zeit, Onkel. Alles klar, keine Zeit, Onkel. Ins Innen gehen wir jetzt mal rein. Ist hier Scrappy? Fenja. Hausmeister. Wer hat dich denn hereingebeten? Ich, mich selber. Lass dich nicht zu Dummheiten hinreißen. Warum denn nicht? Was ist denn daran so falsch? Das Leben besteht daraus, manchmal Dummheiten zu begehen, aber daraus zu lernen. Händler. Ich finde es interessant, dass ich Scrappy gerade hier nicht finde. Außerhalb des Kreises. Ah, Kundschaft. Sieh dir nur in Ruhe meine Waren an. Du wirst es nicht bereuen. Bei mir wird jeder fündig. Du willst doch etwas kaufen, oder nicht? Ja, eigentlich suche ich Scrappy. Was hast du denn anzubieten? Alles, was du dir vorstellen kannst. So reichhaltig sieht dein Angebot aber nicht aus. Ach, verdammt, wem mache ich etwas vor? Das Geschäft läuft schlecht. Es finden sich kaum noch Abnehmer. Wäre somit ein feiner Zug von dir, wenn du das ein oder andere bei mir kaufst. Ich brauche Gasmasken. Mit oder ohne Filter? Warum sollte ich welche ohne kaufen?
Also mit. Verstehe. Für gewöhnlich habe ich welche im Sortiment. Sieh dich einfach um. Ich mache dir auch einen besonders günstigen Preis. Naja, verschon mich damit. Was macht ein Morkon unter Berserkern? Handeln. Mit bescheidenem Erfolg. Ausgerechnet hier? Ich brauche die Splitter, um meine Familie zu versorgen. Aber das ist eine lange Geschichte, die ich lieber für mich behalte. Schließlich kennen wir uns kaum. Schade. Machen die Berserker dir Probleme? Du hast ja keine Ahnung. Die anderen Händler sorgen dafür, dass mir die Kunden wegbleiben. Dabei versuche ich, es allen recht zu machen. Ich meine, fresse ich Kinder? Trinke ich Blut? Nein! Trotzdem zerreißen sich die Leute das Maul über mich. Wie immer. Wenn irgendwo was verschwindet, bin ich es gewesen. Nur kann ich nicht zurück nach Karakis. Deshalb muss ich die Schikanen über mich ergehen lassen. Aber warum beschwerst du dich denn nicht? Warum beschwerst du dich nicht? Bei wem denn? Den Wachen? Da stoße ich auf taube Ohren. Das stimmt. Zumal mein Wort gegen das der anderen Händler steht. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Die da wären? Ich habe vor kurzem ein Geschäft mit Chloe, der Kneipenbesitzerin, abgeschlossen. Sollte ihr exotischen Kram aus Karakis liefern und im Gegenzug hat sie mir Lebensmittelrationen versprochen. Habe natürlich sofort eingeschlagen. Die Küche in der Heimat ist schließlich ziemlich einseitig. Aber... Oh, verdammt, schon wieder eine Kontrolle. Warte kurz. Du da! Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Wir wollten gerade... Mund halten! Sag mir lieber, was das da ist. Ach das, das ist nur... Schrott. Ich würde niemals... Ruhe. Ich bin auf der Suche nach illegaler Ware. Aber danach sieht es nicht aus. Glück gehabt. War es das dann? Von wegen. Du bleibst in der Nähe und wartest, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Kommen wir zu dir. Dreht dir dieser Morkon-Händler minderwertige Ware an? Wie kommst du darauf? Beantworte die Frage. Mach mal halblang. Ich wollte mich nur mit ihm unterhalten. Unterhalten, so. Und warum hakelt es dann in einer Tour Beschwerden? Überzogene Preise, zweifelhafte Ware, da kommt einiges zusammen. Das ist nicht wahr. Nichts als Lügen. Dich hat keiner gefragt, also halt den Rand. Wenn mir auffällt, dass etwas an der Sache dran ist, wird es Konsequenzen geben. Pass also besser auf deine Geldbörse auf. Hier ist alles in Ordnung, du kannst gehen. Hör mal zu, du Wurst. Noch gebe ich hier die Befehle. Aber gut, belassen wir es dabei. Weitermachen. Stimmt, wir sind noch gerade absolut eine Wurst. Jeden Tag werde ich mit irgendwelchen Anschuldigungen konfrontiert. Das nimmt einfach kein Ende. Aber ich will uns nicht die Laune verderben. Eigentlich wollte ich dir auch etwas anderes erzählen. Schieß los. Wo war ich? Mein Problem mit der Kneipenbesitzerin. Du kannst dir vielleicht denken, was passiert ist. Ich habe geliefert, sie nicht. Und warum hat sie ihn geliefert? Warum gehst du nicht zu ihr und klärst das? Was glaubst du, wie mein Stand aussieht, wenn ich ihn unbeaufsichtigt lasse? Könntest du nicht Chloe fragen, wo meine Rationen bleiben? Wenn die Sache vom Tisch ist, könnte ich dich auch nach Karakis mitnehmen. Willst bestimmt nicht ewig hier versauern. Na sag schon, ist das nichts? Schlag ein! Aber was ist, wenn ich dort gar nicht hin will? Und wenn ich dort gar nicht hin will? Dann ändert das nichts daran, dass ich auf meiner Reise ein wenig Abwechslung gebrauchen könnte. Abwechslung? Naja, das und die Tatsache, dass ich Schutz vor dem fremden Gezücht und anderem Viehzeug brauche. Warum nicht gleich so? Ich bin nur vorsichtig. Aber zurück zu meinem Problem mit den Rationen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du zu Chloe gehst. Dann versorge ich dich mit den letzten Details. In der Zwischenzeit kannst du ruhig einen Blick auf meine Waren werfen. Das hast du nämlich immer noch nicht getan.
Ich gehe zu Chloe und kläre die Sache mit deinen Rationen. Bei Ravak, du kannst dir nicht ausmalen, wie dankbar ich dir dafür bin. Sie steht bei mir mit einigen Paletten Dosenfleisch und Gewürzen in der Kreide. Ich nehme aber auch andere Konserven. Hauptsache, es ist kein Rattenfleisch. Das verträgt mein Magen einfach nicht mehr. Sonst noch etwas? Ja, es könnte schwierig werden, an sie heranzukommen. Dieser Begrenzungspfahl von einem Türsteher nimmt seinen Job manchmal einfach zu ernst. Zumindest mir gegenüber. Der hält die Füße still. Verstehe. Dann hast du schon mit ihm Bekanntschaft gemacht. Dann steht dir nichts mehr im Weg. Viel Erfolg. Wie sind wir von "Ich brauche Gasmasken" auf "Ich habe ein Problem, bitte löse es für mich" gekommen? Das frage ich mich immer und immer wieder bei solchen Spielen. Ich will ein Problem lösen, wenn es eins gibt, krieg aber dafür noch 3 oder 5 weitere Probleme. Oh, Zettel. Okay, das kenne ich irgendwo. Das rote Klassiker sieht cool aus. Ich mag das rote Klassiker. So, Chloe. Ivan wartet auf seine Lebensmittel. Wer? Der Händler. Welcher von denen? Der Morkorn-Händler. Ach, der. Bei mir bist du da aber an der falschen Adresse. Er hatte dich aber explizit erwähnt. Und wenn schon. Ich hatte seine Ware. Hatte. Und wo ist sie jetzt? Was weiß ich. Irgendein Arsch hat sie geklaut. Um Ersatz zu kriegen, müsste ich ins obere Viertel. Aber wenn ich dir sage, dass Red es abgeriegelt hat, erzähle ich dir sicher nichts Neues. Das wird Ivan nicht gefallen. Ich kann's nicht ändern. Solange Fenris den Zugang ins obere Viertel nicht lockert, hat er Pech gehabt. Zaubern kann ich nicht. Das stimmt. Okay. Also, er hat Waren für sie geholt, sie hat sie erhalten, ihr wurden sie aber gestohlen und darum bezahlt sie ihn nicht. Das ist doch dann am Ende ihr Problem, wenn ihr die Waren gestohlen werden. Da ist er doch im Recht, sein Zeug einzufordern. Die Schuld. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Chloe hatte deinen Proviant nicht. Moment. Du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Bei Ravak? Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Yay. Okay. Schön, dich zu sehen. Ach so. Gasmasken? Lass uns handeln. Meine Gebete wurden erhört. Sieh dir nur alles in Ruhe an. Ich brauche... Boah, fast 1000. Aber wir haben ja 1000 gekriegt, um die zu kaufen. Ich habe die Gasmasken, die Scrappy braucht. Ich sollte sie zu ihm bringen. Gut. Dann bringen wir die Gasmasken erstmal zu Scrappy. Ach so, nicht hol die Gasmasken von Scrappy, sondern hol die Gasmasken für Scrappy. Habe ich mich ja komplett verlesen. Entschuldigung, ist mir jetzt erst aufgefallen.
Vorsicht! Mensch, dass sie nie dass die nie aufpassen können, wo ich hinlaufe. Dumm. Der ist einfach nur dumm. Hey, yo. Nein, nicht dumm, ich bin besonders. Hey, Scrappy! Ich hab die Gasmasken, die du brauchst. Du hast echt welche gekriegt? Du bist echt ein Guter, weißt du das? Danke dir. Du hast echt so viel für mich getan. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken könnte. Weißt du was? Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Hast du dir verdient. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? Überall. Eins ist bei Chloes Kneipe, eins bei den Feldern und eins in der Nähe von Skinnys Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Thorhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar, dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Ich mag es, wie er spricht. Sein Akzent finde ich so cool. Weil es gab auch definitiv irgendeinen Charakter, ich weiß es leider nicht mehr welcher, wirklich, hab's ihn komplett vergessen, in der ganzen Gothic-Reihe, der hat auch genau diese Stimme. Und das war nicht Jack, der Leuchtturmwärter. Aber wir müssen den hier auch wiederfinden. Erledigt. So, jetzt an der Suppenküche. Suppenküche, das waren hier, das war das Händlerviertel. Jo moin! So, vorbeigerannt. Die Suppenküche ist. Ja, wo ist denn die Suppenküche? Das ist hier das obere Viertel. Hier haben wir eins angebracht. Dann müsste es doch hier irgendwo sein. Oder beziehungsweise da vorne. In dieser Bude wohl nicht. Die da. Das geht nicht. Das wird meine Wohnung. Schrott und Schrotpatronen. Noch irgendwas? Nö. Was? Wer labert hier? Ach da. Ich hab gehört, die kommen nicht wieder. Erledigt. So, jetzt unten im Setzerviertel. Beziehungsweise auf den Feldern. Wieder rote Kuppeln. Wie gesagt, im ersten Teil, da waren sie alle durchsichtig blau. Und hier sind sie jetzt diesmal alle rot. Okay, was ist denn hier abgegangen? Wie lange willst du noch diese Fläche beackern? Gleich. Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Ja. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Okay. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung. Ja. Auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich Waffen herstellen. Aber er irrt sich.
Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Jemand muss ihm das nur begreiflich machen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Denk daran, mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Ich gehe für dich zum Schmied. Ja, logisch. Gut. Wenn Lasse sich weigert, den Auftrag anzunehmen, sag ihm, dass ich darüber nicht diskutieren werde. Okay. Aber ich hab doch... Jetzt müssen wir nur noch das... ...einen Setzling zugrunde gerichtet. Das hast du. Deine Splitter behalte ich ein. Sie darf das nicht mitbekommen und wir müssen hier irgendwo einen... Nee, jetzt ist eine Wache, mit der rede ich nicht. Hier irgendwo muss doch so ein Anschlagbrett sein. Ey, das steht da nicht da, dass es Diebstahl ist. Mana-Trank. Fernwaffen. Die könnte ich jetzt schon alle verbessern, wenn ich will. Aber ich kann die nicht benutzen. Schade. Hinweggeflogen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Chili, Kartoffel, Kartoffel. Hier drin ist alles stehlen. Also, ich könnte. Ich will aber nicht. Könnte ich auch schön lange Finger machen. Eine Bank. Honig und Pilze. Für das Fort. Weil es in den letzten Wochen immer wieder Probleme gab. Erstens, die Kisten werden vor dem Abtransport immer ganz befüllt. Wehe, ich erwische noch jemanden, der sich mit einer halbvollen Kiste auf den Weg macht. Zweitens, die Kisten werden nur mit frischen, nicht mit verdorbenen Waren befüllt. Drittens, die Waren bleiben unangetastet. Jeder hat sich daran zu halten. Eure Ration bekommt ihr im Fort. Wer mehr will, kann sich bei den Händlern auf eigene Kosten eindecken. Torhild. Ach, hier drin ist wieder Stehlen angesagt. Okay. Hier ist irgendwie so ein Holzfällerlager. Truhe stehlen. Truhe böse. Irgendwo hier muss doch ein... Das hatte... Hühnchen, Hühnchen. Federviech. Aber irgendwie sehe ich hier kein Anschlagbrett.
nicht sein, dass hier kein Anschlagbrett ist. Ach, da oben. Oh, viel zu lesen. Alle neuen Setzer haben darauf zu achten, dass die Setzlinge regelmäßig mit Mana versorgt werden, sofern die vorgesehene Größe noch nicht erreicht ist. Werden sie auf keinen Fall von den Feldern genommen. Torhild. Tresor gestohlen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ihr lasst euch den Tresor mit euren Gehältern aus eurem Lagerhaus klauen. Ihr seid selber schuld, wenn ihr in nächster Zeit nicht bezahlt werden könnt. Torhild. Vorsicht, Banditen. Verstaut eure Wertsachen. Seit geraumer Zeit hat sich eine Gruppe Banditen in der Nähe des Forts breit gemacht und es sind bereits Sachen entwendet worden. Das Problem wird von unseren Wachen alsbald gelöst. Bis es soweit ist, gilt es, die Augen offen zu halten. Vor Alleingängen ist ausdrücklich abzusehen. Sollte das Beutegut dennoch im Umlauf geraten, ist es bei Garda am Tor abzuliefern. Fenris. Hey. Der Duke braucht dich. Der Duke ist gefallen, das Fort ist gefallen, die Outlaws sind gefallen, die Berserker beherrschen Magalan. Das alles sind Lügen. Kommt den Krater, in den Krater, schließt euch dem neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Ihr habt Informationen, ihr habt Waffen, wir bezahlen euch für alles, was ihr uns bringt. Die Outlaws werden wieder auferstehen. Baxter, Duke von Ataris. Oder von Atari. Hey, ich will mich. Genau. Hey, was denkst du, machst du da? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Torhild. Und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Okay. Verdammt. Blödmann! Jetzt muss ich die erstmal wieder suchen. Aber nichtsdestotrotz. Wir werden es schaffen.